Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Gas Station Simulator. Ja, wir machen nun die Werkstatt. Die Werkstatt bekommt ein knalliges Rot. Ist mir egal. Die kriegt ein Rot. Die wird nicht auch orange. Oder hätte ich lieber das Warehouse in Rot machen sollen? Ich muss mal einmal ganz kurz was gucken. Bevor ich jetzt hoch... Nee, lass mal Rot. Einmal wieder, danke. Wie das mit den Steinen nämlich aussieht. Das würde mich mal interessieren. Rot so auf den Steinen. Ja, guck mal. Das sieht schon gut aus, ne? Auf den Stein. Hilfe. Ich mach die Garage wieder in grün. Na klar. Natürlich, hatte ich die ganze Zeit schon vor. Oder in diesem blau-grün-türkis-Ton. Dass wir so ein bisschen knallige Farben haben und die Leute sagen, guck mal, das sieht viel anständiger jetzt aus, ne? Viel, viel schöner. Bis auf die Türen. Also die Türen, die kotzen mich ja richtig an. Hauptsache, das geht nicht noch so weit, dass ich nochmal eine Hebebühne bekomme. Das wäre ja katastrophal. Vor allem ist auch eine gute Frage, was mache ich mit den Angestellten? Kann ich die speziell hinstellen und sagen, zum Beispiel, der eine Deppi, der geht in die Werkstatt, der andere im Laden? Dann wäre das ja kein Thema. Wenn die auch putzen, holy shit, wie geil wäre das denn? Putzen 6 haben die. Nee, da habe ich gekleckert. Werkstatt, die geht am schnellsten so. Von innen könnte ich die auch noch machen, das weiß ich nicht. Hey, jetzt war ich abgelenkt. Das ist unfair. Das macht man nicht. Ja? Machen wir hier einen bunten Haufen hin. Guck mal, das passt doch aber auch super zu dem Orange, ne? Das sind die Werkstattfarben. Oh, hier ist auch dreckig. Warum auch immer. Dann sieht man das immer schön. Achso, das ist das komplette Ding dann. Ah, verdammt. So, und die letzte Seite hier in diesem Mintton. Wunderbar. Nice. Nicey nice. So, und das machen wir genau wie drüben in schönen Schwarzton. Ja, hier haben wir noch einen. Ach, das war aber jetzt aggro. Schon wieder. Schon wieder. Bleibe im grünen Bereich. Mach ich. Oh nein. Hä? Voll der Fehler. Oh, hi. Ja, das ist fertig, das ist fertig. Yo, ich kann innen auch noch machen, geil. Wunderbar. Jetzt noch, ja, ich mache eben das Dach einmal.
Ach, jetzt habe ich schon wieder hier schwarz. Ach, das ist wieder einzelne Module, ne? Natürlich sind das einzelne. No. Und die brauchen auch so lange, das ist ja unglaublich. $300, Alter, da muss ich aber auch wieder richtig reinkloppen dann. Dass ich wieder auf die 1000 komme und vielleicht wirklich so einen Kredit aufnehme. Bei dem guten Onkel. Aber ich möchte auch viele Kunden haben und Kunden wollen es ja auch, dass es hübsch ist. Ne? Dass es so ein bisschen so einladend ist. Und da habe ich jetzt schon einiges dazu beigetragen. Das ist schon ganz gut. Sieht viel freundlicher aus. Als dieses tote, vergammelte, morsche Holz. Also die Böden, das wäre echt noch cool, wenn das kommt. Was ist denn da so? Achso, das schimmert nur so grünlich. Alles gut, alles gut, alles gut. Gleich fertig mit dem Anstrich von außen. Ja, das muss ja auch sein. Macht man jetzt mal so Renovierungsfolgen. Und dann wird der Betrieb wieder aufgenommen. Und dann geht es auch wieder ab. Ja, da hat man wieder ein bisschen Stress. Jetzt einfach mal die Entspannung auch mal genießen. So ein paar Tage Ruhe. Ja. Urlaub. Urlaub nicht wirklich, weil die Tankstelle wird ja renoviert. So, schön. Nicey, nicey. Da ist die Stadt. Oh nee, das kann ich nicht machen. Schade. Das bleibt gut. Dann einmal außen ein bisschen. Geht das nicht? Das geht wohl nicht. Schade. Das müsste aber gehen. Aber auch nur das. Schade. Oh Mann. Guck mal, die Tür habe ich doch auch hingekriegt. Hey, cool. Oh nee, da muss ich das Orange nehmen. Das geht nicht. Das geht. Damit man weiß, das gehört zusammen. Wird dann das gleiche Orange genommen. Oh, nice. Wieso gehen die anderen Türen dann nicht? Und die Fenster, was ist mit den Fenstern? Ich will die Fenster machen. Guck mal. Schön. Da weiß man direkt. Aha, das gehört wohl zusammen. Aber nur die Fenster. Tee für weitere Informationen. Tab um eine Farbe. LMB, LMB. Immer halt innerhalb des Bereichs. Nee, steht nichts davon. Schade. Oh, schön in Rot machen können. Nein, 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 passt schon so. Das ist schon ganz gut so. So, das hätten wir. Jetzt habe ich schon wieder so gemacht. Die Farbe hatte ich jetzt, ne? Probieren wir doch mal. Dann in der Werkstatt. Ja, guck mal. Hebt sich dann auch ein bisschen ab. Wirkt dann gleich schon viel heller. Und ordentlicher. Ne, da sagen die Kunden dann auch, hör mal, was ist denn hier passiert? Das ist ja wunderhübsch geworden hier. Da kaufe ich gleich 3 Reifen. Das wäre ja natürlich die Katastrophe. Ja, verdammt. Das ist auch eine Katastrophe. Ja, damit mache ich, glaube ich, oben wieder nur das Dach. So. Schild, das bleibt. Dürfte ich. Kriege ich auch Regale für hier?
Kann ich sogar die Regale vielleicht verstellen? Oh, das war mies. Das war ganz, ganz mies. Ein schönes Bild hier. Soll das? Oh. Alles schief hier. So, wunderbar. So, noch das. Dann ist das doch schon durch hier. Vielleicht nur noch ein bisschen aufräumen und die Werkstatt ist fertig. Fertig für Kunden. Gerade schon sagen. Was ist das für ein mieser Streifen, der da ist? Oh, der ist ja mies. Da oben der Streifen. So, das kann ich glaube ich nicht machen. Versuch's nicht, weil sonst ist das Dach wieder hinüber. Gut, dann wird jetzt noch aufgeräumt. Kleinteile. So, haben wir noch irgendwo? Weg damit. Ach shit. Hätte ich noch behalten können. Weg damit. Das bleibt natürlich das Werkzeug, weil das ist schon das wichtig, ne? Das ist wichtig. Mal einen Besen nehmen. Was hier? Kriege ich das auch weg? Nee, ne? Nee. Kriege ich ja noch nicht mal das weg. Schade. Aber das hier und das hier geht schon mal. Wunderbar. Hier guckt auch Sand durch. Natürlich. Gar keine Frage. So, dann ist das schon mal fertig. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Reifen. Oh, oh. Die Werkstatt bleibt, glaube ich, erstmal geschlossen, würde ich sagen. Teddy, Gebäck und Spielzeug kriege ich dann nur noch. Das ist natürlich blöd. Innenbereich Dekoration stehend. Altes blaues Fass. Altes rotes Fass. Und andere Sachen? Schlagzeuge. Sägemälde. Altes Wagenrad. Schlagzeug, eine etwas modernere Lampe, ja, noch eine moderne, oh, guck mal, ein Kojote. Auf den Kojoten hätte ich schon Bock, ne? Aber ich muss jetzt erstmal sparen. Ein Kuhschädel, das, was ich weggeschmissen habe, da kommen sie mir mit an. Da kann ich noch nichts mit machen. Darlehen, was kann ich denn nehmen? Nur ein Tausender. Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich mit dem Onkel mache. Ich weiß es nicht. So, haben wir denn jetzt noch hier irgendwo Müll? Oh, wir haben... Oh, guck mal hier. Das muss doch irgendwie weggehen hier. Das ist weg. Das ist auch weg. Hier hat jemand gekleckert. Gibt welche, die würden sagen, ich war das, aber das stimmt nicht. Oh, ein bisschen bunt hier, die ganze Geschichte, ne? Aber von weiter weg sieht die Tankstelle jetzt aber nicht so gut aus. Aber vielleicht kommen wir. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass schöne Farben kommen. Und dann wird das auch. Guck mal, da konnte ich das außen machen, aber hier kann ich das nicht machen. Das funktioniert nicht. Das ist auch doof. So, hier ist auch nichts mehr an Müll, ne? Nur noch das Auto hier, das kriege ich nie weg. Hier ist noch Müll. Nehmen wir den gleich auch schon mal mit. Und schmeißen den weg. Zack. Wie sieht der Container aus? Ah, der wird irgendwie immer leerer.
Irgendwie passt das. Gut. Jetzt haben wir als nächstes, also in der nächsten Folge werden wir das machen, wird das Warehouse und die Umgebung drankommen. Das wird vermutlich wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil das ist schon ziemlich, ziemlich groß. Die Frage ist natürlich, was kann ich alles hier wegschmeißen? Das zum Beispiel nicht, das auch nicht. Das auch nicht. Hier habe ich noch den Container. Was kann ich denn hiervon entfernen? Auch nichts. Ja, geil. Okay, ist ein Warehouse, ne? Da liegt halt auch mal einfach mal aggressiver Schutt, der mich festhält. Ah, das kriege ich auch nicht weg. Auch nicht. Das ist alles fest, okay. Ist auch fest? Das ist nicht fest. Hier, weg damit. Direkt gib ihm. Palette brauche ich nicht. Oh! Ja, okay, pass mal auf. Das lohnt sich noch nicht, weil ich Kleinteile noch habe. Dann müssen die auch erstmal weg. Die da drin sind quasi. Gut, dann würde ich sagen, werden wir uns in der nächsten Folge dem Warehouse widmen. Na, die Werkstatt ist jetzt fertig. Da ist jetzt ein kleiner grüner Klumpen. Mit orangenen Türen. Einfach nur für die Zugehörigkeit, ne? Ist ein Team. Und jetzt kommt dann schön das Warehouse dran. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dahin.